Minecraft-Technik. Was zuletzt geschah. Unser Held hat die Wände des Kellers mit Fässern gepflastert und angefangen, diese befüllen zu lassen. Nicht unbedingt einfach, aber doch ziemlich effektiv. Hallo Leute, ich begrüße euch heute wieder bei Minecraft. Ich stehe gerade hier oben noch rum, denn ich bin noch am Überlegen, was ich hier eigentlich noch so machen will. Erstmal habe ich entschieden, ich möchte hier, glaube ich, ein paar der Conduits abknöpfen. Und bin am Überlegen, was ich die nächsten Folge jetzt mache, denn ich habe jetzt ja keinen so festen Plan, etwas Großes zu bauen. Ich möchte noch ein paar Sachen ausprobieren und plane eigentlich auf Folge 100 hin, weil ich dafür was ganz Besonderes gerade vorbereite. Und mir dachte, ja, vorher nicht mehr zu viel anfangen. Die Conduits können wir eigentlich da drin lagern. Das ist ja eben eine Ausgangstruhe, die noch nicht abgezapft wird. Ein bisschen was möchte ich hier noch machen, ein bisschen was gucken, ein bisschen was ausprobieren. Zum einen, ich habe jetzt mein Chem drin. Da habe ich, das habe ich in dem Tutorial schon mal, vorgestellt gehabt. Ich werde dazu jetzt aber noch nichts bauen, denn ich war überlegen, mir da eine große Chemiehalle zu bauen. Bin aber noch nicht 100% sicher davon, weil ich jetzt gerade nicht so motiviert bin, das zu aktiv zu nutzen, zum Sachen umwandeln. Das wird, denke ich, erstmal mit auf eine Sachen, die ich machen möchte, Liste gestellt. Ansonsten möchte ich hier noch ein bisschen was ausprobieren. Hier läuft es soweit gut. Hier läuft es auch soweit gut, oder? Ja. Ich musste aber mal ein bisschen nachgucken, weil durch die letzten Updates die ganzen Sachen hier so ein bisschen Probleme machen. Das hier funktioniert super. Allgemein bin ich in letzter Zeit sehr, sehr begeistert von den Golems. Was man mit denen eigentlich alles machen kann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und sich überlegt, was die alles versorgen können, sind die in den meisten Fällen wesentlich effektiver als Buildcraft-Pipes. Also wirklich wesentlich effektiver oder auch effektiver als so, die Tubes können halt ein paar andere Sachen wieder sortieren oder sowas sehr gut. Aber wenn es darum geht, Sachen mit etwas zu versorgen, geht mittlerweile eigentlich nichts mehr über so ein Golem. Gut, das ist ein bisschen aufwendig für einen Server oder für das Spiel, wenn man da die ganz viele Golems laufen hat. Wobei ich in meiner Zweitwelt mittlerweile über 100 Stück von denen rumlaufen habe und dass das Spiel trotzdem also ohne Aufnahme mit über 200 FPS läuft. Diese Welt hier läuft ohne Aufnahme nur bei 60, 70 FPS. Einfach weil ich hier mittlerweile so viele Maschinen drin habe und so viele Chunks geladen bleiben. Das ist schon fast schlimm. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen im Kopf gerade, die wir ausprobieren wollen. Denn ich habe gerade mal durch ein bisschen die Thumbnail Expansion Wiki geblättert, weil ich überlegen war, da noch ein bisschen oben auszubauen. Und dafür gibt es nämlich auch noch zwei Turtles. Und hier wollte ich mal schauen, ob die wirklich funktionieren. Oder ob das nur an meiner, oder ob das irgendwie nicht drin ist. Weil hier, wenn ich hier nach Turtles gucke, dann ist das die Liste an Turtles. Ziemlich kurz. Gerade waren es irgendwie noch mehr. Es gibt ein Geometry Turtle Upgrade, die Mining Turtles und solche, ein Crafty Turtle, den würde ich sowieso gerne mal ausprobieren. Aber, Turtle hatte ich gesagt, Programm, denn die sollen halt, es soll welche für Thermal Expansion geben und die stehen da halt nicht mit drin. Und das würde mich halt mal interessieren, woran das liegt. So, jetzt muss ich mal fix nachgucken, weil beim Turtle mache ich mir nicht so einfach genau eine Truhe, war das, die da noch dazu gehörte. Und die Dinger tanzen hier schon wieder wie nichts Gutes. Das liegt immer noch an Optifine. Ich würde Optifine gerne loswerden. Das Problem ist, dass es... Was habe ich... Ich wollte mir eine Truhe machen. Habe da aufgehört, weil ich mir dachte, in der Form muss ich das Eisen platzieren. Weil mir schon aufgefallen war, dass ich da völlig... Aber leider funktioniert das Ganze ohne Optifine nicht flüssig genug. Genau. Ha. Es gibt ein Engineering Turtle. Das kann Wrenches... Das kann halt ranchen. Das kann ich zum Beispiel meinen Turtle einsetzen, um Energiezellen auf- und abzubauen. Da werde ich sowieso gleich noch ein paar Sachen mitmachen wollen. Das können wir eigentlich mal ausprobieren dann. Und es gibt mittlerweile eine Art, den Portable Tank aus hartem Glas und ein bisschen Zinn. Da können wir jetzt eigentlich auch mal welche von machen. Machen wir erstmal nur zwei Stück. Das sollte schon fast genügen. Und Zinn habe ich hier vielleicht noch drin, ja. Und es soll, soweit ich weiß, auch ein Turtle dafür. Ach, die kann man noch nicht mal stacken. Die sind an sich auch sehr cool. Werden wir gleich mal ausprobieren. Da draußen flog ein Whisper am Fenster vorbei. Schreck. Ich sollte hier die Tür wieder zumachen, bevor hier alles rein kann. Nein, das ist falsch. Das muss dahin.
Computer und dann brauche ich noch eine Truhe. Allgemein habe ich mit Computercraft in dieser Staffel noch nicht so viel gemacht, wie ich es teilweise gerne mache. Aber ich finde das auch an einigen Stellen sehr, sehr langweilig für euch und an anderen Stellen sehr, sehr viel zu mächtig. Und das sollte eigentlich auch gehen. Aber das scheint nicht zu klappen. Schade. Es sollte auch ein Tank Turtle geben. Und ich hätte jetzt einfach mal gedacht, dass das so funktioniert. Ich kann ja einmal kurz nachgucken, ob es da ein anderes Rezept für gibt. Kleinen Moment, Leute. So, ich habe rausgefunden, was der Trick bei dem Ganzen ist. Das Ganze ist nämlich kein Tank Turtle, sondern ein Liquid Turtle. Und wird mit einem Eimer gemacht. Hat er noch so einen komischen Eimer da an der Seite. Können die einfach beide mal platzieren. Wobei es vielleicht ein bisschen doof, weil sie nebeneinander zu beziehen. Man sieht hier einen Eimer. Wobei, ne, ich gehe jetzt nicht die Help-Befehle durch. Was prinzipiell interessant ist, der hier kann mit seinem Attack Flüssigkeiten aufnehmen. Und der hier kann halt Energiezellen und so etwas bewegen. Weswegen ich jetzt überlege, wie, was muss denn den Frame nochmal rein? In den leeren Frame, ja genau, Diamanten, Harden, Glas und Electrum. Ich denke, ich werde mir von diesen Energiezellen einfach mal ein paar machen, weil ich es kann. Und weil ich die, dann kann ich die aufladen lassen und durch, zwar durch den Turtle bewegen. Wobei ich nicht so viele machen will, wie ich gerade da habe. Und wahrscheinlich werde ich das auch nicht komplett automatisieren, weil mir das zu riskant ist. Ich weiß, das geht, das hat man zum Beispiel bei Direwolf gut gesehen. Der hatte dann in seiner letzten Serverplay-Staffel was, das, wo ein Turtle das dann für ihn gemacht hat, aber das wird mir ein bisschen zu riskant. Was für mich jetzt interessant wird, wird dafür natürlich wieder Redstone einzuschmelzen. Da ist zum Glück noch welches drin. Ja. Währenddessen schauen wir mal hier. Die arbeiten noch. Die Frage ist, wie weit die arbeiten. Weil es kann sein, dass die mittlerweile quasi überhitzen. Aber mir scheint, das geht. Sehr schön. Denn ich war mir nicht sicher, ob ich da nicht etwa vor dem Problem lande. Aber netterweise ist der so freundlich und hebt das. Quasi, dass Energie auch hier reingepumpt wird. Wahrscheinlich irgendeine der Maschinen hinten nimmt die Energie auf, obwohl sie sie nicht braucht. Oh, und hier ist schon gar keine Bug Earth mehr. Das wäre eigentlich eine so der Stellen, wo ich mal einen vernünftigen einen Golem einbauen könnte. Wenn es dann irgendwie wichtig wäre, dass das hier dauerhaft voll wäre. Eigentlich habe ich ja genug davon. Was sollte ich sagen? Also, es kann nämlich sonst auch passieren, dass wenn diese Zellen voll sind, dass die einfach nicht mehr annehmen und dann würden mir diese Engines hier immer total heiß laufen und ausfallen. Das war so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte. Wenn man hier sieht, das ist nicht die interessante Frage mal. Der Buildcraft hat das. Doch, jetzt pumpt es wieder. Sehr schön. Die hier zum Beispiel läuft nämlich heiß. Hier hatte ich mir mal eine. Oh Gott, ist das hier am Laggen? Was ist denn. Jetzt geht's wieder. Die habe ich mir hier mal hingebaut, in Hoffnung, dass die schneller arbeitet als das hier. Hat aber nicht geholfen. Aber witzigerweise pumpt das hier nicht in den Tank rein. Ich hatte irgendwo hier doch. Ich dachte, ich hätte hier eine. Genau, ich hätte eine Truhe hier gelassen. Mit ein paar restlichen Pipes. Dann nehme ich nämlich den Tank hier einfach mal wieder weg. Das war also eine Überlegung, da einen kleinen Puffer zwischenzubauen. Ich gucke mal, ob er das hier voll bekommt. Wow. Je mehr ich mich bewege, umso schlimmer wird es hier in der Hölle. Da ist wahrscheinlich was, ja. Aber mir. Hier kommt es jetzt stückweise voran und der wird gefüllt. Ich überlege, ob ich denn jetzt gleich. Das ist, ich weiß noch nicht, wie schnell der hier. Oder das hier im Endeffekt arbeitet. Ich überlege, ob ich jetzt gleich das Tankcard erstmal wieder losschicke. Ich habe hier mittlerweile auch zwei Chunkloader, damit der da auf jeden Fall funktioniert. Ich denke, ich werde das mal wieder durchschicken. Einfach damit wir unseren Tank hier wieder mehr gefüllt bekommen. In der Hoffnung, dass es jetzt wieder läuft. Buildcraft hatte da mit der Pumpe ja so Probleme. Dass die nicht vernünftig funktioniert. Und währenddessen schicken wir hier schon mal wieder mehr Magma durch. Denn ich werde ja doch einiges dafür brauchen, um die Dinger voll zu bekommen. Und das ist auch noch ziemlich langsam aufgrund der. Ja, gut, er nutzt schon das Maximum von dem, was er gerade bekommt. Wir geben hier gerade aber auch nur 10 Stück. Ich stelle das hier schon mal wieder höher. Weil der nutzt die hier, kann hier hinten mehr gebrauchen. Und ich kann es auch dabei belassen, weil der ist immer noch voll. Da haben wir den ersten Frame fertig. Und schon wieder einiges mehr da.
Das klingt sozusagen, das Minecart ist wieder da. Hat wenigstens ein bisschen was mitgebracht. Ja, und jetzt kommt es direkt wieder. Das heißt, der pumpt nicht vernünftig. Und das ist ein Problem. Denn mir wird hier zwangsweise in meiner Heimatgegend irgendwann die Energie ausgehen. Für alle Maschinen. Und hier sieht man, es kommt was raus. Ich kann den eigentlich mal wieder wegnehmen, weil der arbeitet ja eh nicht vernünftig. Und gucken, ob ich etwas habe, was ich da hinpacken kann. Ja, packen wir einfach ein paar Glas da rein. Das soll auch gehen. Ist zwar Verschwendung, aber egal. Jetzt ist die Frage, ob er dann hier konstanter arbeitet. Auf jeden Fall kann ich die letzte Engine noch mit hinbauen. Dafür habe ich sie ja. So, die letzte Redstone Engine. Oh Gott, diese Lex hier im Nether, das ist schlimm. Aber mir scheint, der wird jetzt wieder schneller. Aber man sieht schon, jetzt hört es wieder auf. Das kommt noch so stückweise. Also Buildcraft hat da in dem Sinne Probleme damit, hier unten die... Ich mache das mal ein bisschen durch. Die Lavaflüsse vernünftig zu packen, zu bekommen. Wenn da nicht direkt die Source-Blöcke dran sind. Und deswegen, ich versuche jetzt mal, den hier auffüllen zu lassen, komplett. Oh, jetzt stand ich halb im Stein drin. Also jetzt ist das so ziemlich voll. Und jetzt werde ich einfach mal hinstellen und das wieder laufen lassen, in der Hoffnung, dass quasi... Warum ist da ein Loch drin? Das ist nicht mehr... In der Hoffnung, dass wenn das Ganze voll ist, unser Minecart da quasi oder schnell genug nachfließt, dass unser Minecart beim nächsten Durchlauf wieder beladen werden kann. Sonst werde ich mir da mal ein anderes System überlegen müssen. Die Stelle ist an sich ist sowieso schon nicht optimal. Weil halt wir so nah an der Kante sind. Da habe ich halt am Anfang nicht drauf geachtet, dass ich das aufgebaut habe. Elektrum werde ich noch brauchen. Die Magmatic Engine packe ich hier aber mit rein und die Tanks gerade, weil... Also, die Tanks gerade, weil ich sie halt mal noch in der Tasche habe. Und wir füllen hier schon mal nach. Wir müssten mittlerweile die zweite voll haben. Die kann man teilweise auch stacken. Ja, sehr schön. Und den dritten haben wir auch schon fast. Er arbeitet... Naja, die Geschwindigkeit könnte besser sein. Aber ich glaube, es braucht auch sonst keiner die Energie hier gerade, außer der ab und zu. Aber das dürfte ihn... Müsste jetzt sagen, er kommt nämlich beim Energiestorage noch höher. Das heißt, er würde auf 20 genutzt hier mit der Zeit eigentlich kommen müssen. Glaube ich zumindest. Oder geht hier? Naja, hier geht eigentlich nichts drauf. Da wird schon wieder was rein. Hier können wir schon wieder nachfüllen. Das reicht dann an Redstone für die letzte Zelle auf jeden Fall noch. Hier ist mittlerweile schön voll, bis auf das Nicklight. Hier muss ich noch Dinge rüberräumen. Kann ich mich eigentlich schon mal hinstellen. Und das alles in die Ender Storage tun, weil ich da weiß ich, dass ich die Sachen drüben passend eingestellt habe. Das heißt, wir können das hier raussuchen lassen und dann da hinten reinfügen. Ich hoffe, dass ich dafür nicht zu viel auf einmal reinpumpe. Das werde ich sehen, wenn ich gleich wieder drüben bin. Das heißt, ich kann dafür mal eben rübergehen. Denn ich bin mir nicht sicher, wie schnell er das da rauspumpt dann. Upsala, hier ist ja noch das Tor. Da hat man schon mal wieder unser Kart gehört. Gerade einmal. Dumm. Ich habe auch einiges mittlerweile unten, aber immer noch nicht alles. Denn das wird ja nur so ein Langzeit-Storage. Aha, hier pumpt. Ja, aber ich denke, der pumpt nicht so schnell. Er hat sagen, der pumpt die Dinge einzeln, sodass das hier schnell genug nachgeladen und weggepumpt werden kann, quasi. Aber wenn ein paar drin sind, pumpt er es. Ich habe mittlerweile einen lustigen Bug festgestellt, oder nicht einen Bug, eine Eigenheit. Wenn ich hier... die Sachen hier drin pumpen, dann erkennt er das beides hier auch als Inventar, weswegen es dann teilweise wieder hochräumt, wie man jetzt auf einmal 17 sieht. Das fällt dann aber wieder runter und beim nächsten Mal räumen bringt das quasi bis an die richtige Stelle. Da sind halt die Hopper ein gewisses Maß an Nachteil. Ich überlege gerade fast, ob es sich dann nicht lohnt, das wieder dahin zu bauen. Sozusagen pulsiere, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er das die richtige Richtung hat. Ich denke spontan nicht. Doch, da kommen sie durch. Sehr schön, dann kann ich nämlich mehr direkt reinlaufen lassen. Dann missinterpretiert er die beiden Hopper nicht. Sondern pumpt dann halt direkt raus.
Und ist dabei auch ziemlich schnell. Es kann passieren, dass da ab und zu kleinen Fehlern kommt, wenn verschiedene Updates hintereinander, verschiedene Items hintereinander reingepumpt werden und er die nicht schnell genug rausbefördert bekommt. Aber so viel Sorgen mache ich mir da jetzt nicht. Und wir haben dabei ein bisschen Basalt-Cobblestone eingesammelt. Und den darf er jetzt auch euch verteilen. Schwupp. Ist auch ganz gut so, dass der nicht sofort rausschickt, sondern das ein bisschen segmentweise macht, weil sonst wäre die Ressourcenanforderung von dem Ding natürlich nochmal immens viel höher. So geht das zum Glück noch. Wo kommt denn da Wasser her? Ich wusste doch gar nicht, dass da ein Wasserfall ist. Ist mir auch neu. Naja. Kümmern wir uns da wieder um unsere Energiezellen, die ich da im Hintergrund ja noch am Arbeiten habe. So, und zwar sind die jetzt im Keller immer noch. Und dessen das Card scheint wieder voll zu werden. Ja, wenn man nicht ankommt, ist der schon wieder voll mit 8000 und pumpt hier auch noch gut nach. Nicht komplett. Jetzt hat er gerade wieder Probleme scheinbar. Verdammt. Und ich weiß, dass da noch genug Platz ist. Man sieht ja noch Lava drumherum fließen. Nur er kriegt halt die Source-Blöcke quasi nicht zu fassen. Ich stelle erstmal wieder auf Peaceful und das Sound mich in Ruhe lässt, dass ich das gerade in Ruhe angucken kann. Denn das leckt hier auch so schon genug. Ja, jetzt bin ich gerade in Flammen. Egal. Wir machen das mal eben anders. So, dann kann ich da auf jeden Fall reingehen. Und sieht, er befüllt hier jetzt noch. Das ist nicht das Problem. Und jetzt hat er auch wieder was bekommen. Also er hat dabei echt Probleme. Das ist wohl in der allerneuesten Buildcraft-Version. Obwohl ich das da hinten hingelegt habe. Hier würde er jetzt wahrscheinlich schon fast gar nichts mehr bekommen, weil einfach hier nicht genug hinfließt. Und ja, da werde ich mir irgendwann mal zusehen müssen, dass ich vielleicht was anderes dafür nehme. Ich kenne bisher keine effektivere Pumpe. Selbst dieses, wir könnten jetzt, theoretisch gesehen, könnte ich jetzt hinstellen, das Liquid Turtle nehmen. Und dem halt, mich mit dem hinstellen und quasi stückweise dieses Ding hier abbauen. Könnte mir dafür programmieren, dass er sich quasi jede Zelle holt, die in, jedes Source Block holt, die in den Tank tut oder sowas. Aber ich befürchte, dass das halt auch nicht, oder dass das auch unheimlich aufwendig wird, da alle Fehlererkennungen mit einzubauen. Naja. Werde ich mir einfach nochmal was überlegen müssen. Erstmal brauchen wir jetzt diese. Elektrum haben wir noch. Wir werden noch ein bisschen Blei brauchen. Und zwar noch ein bisschen mehr als das bisschen. Denn wir brauchen jetzt für 4 Stück brauchen wir 4 mal mehr Redstone. Haben wir diese Redstone Conduction Coils. Die müssen hier unten hin. Da müssen die drüber. Da kommt das Ganze so hin. Die Rezepte kann ich mir alle recht gut auswendig, einfach weil ich da kürzlich in einer anderen Welt nochmal welche gemacht hatte. Euch beiden nehme ich jetzt einfach mal mit und werde euch im Zweifelsfall drüben in irgendeine Truhe packen. Denn, ja, bei denen weiß ich ad hoc noch keinen Nutzen. Ich fand es nur faszinierend, dass es die gibt. Aber ich habe noch was vergessen, was ich mitnehmen wollte, um das auszuprobieren. Oder um noch ein bisschen zu arbeiten. Und zwar müsste ich, da habe ich sie, nein, habe ich sie noch da unten drin? Hä? Ne, das glaube ich nicht. Also ich will auf jeden Fall Gates mitnehmen. Und die nehme ich auch schon mal wieder mit. Und davon auch, weil ich die drüben eh noch brauche. Wo habe ich denn, ich weiß, dass ich irgendwo diese Old Structure Pipes hatte. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hingetan habe. Da hatte ich gar keine mehr Vorrat. Schade, da muss ich mir wohl noch mal irgendwelche machen. Dann brauchen wir mal ein bisschen Gravel, ein bisschen Kabel. Und ich weiß, das wird viel zu viel Gravel sein. Ich mach's mir lieber so, dass ich mich hier vorbei. Ja, doch, das sollte an sich dann schon genügen, so. Ein Kabel hätte ich auch noch gehabt. Ja, okay. Und zwar möchte ich hier gerne noch mehr von diesen Structure Pipes. Ich dachte, ich hätte da noch welche von. Dann möchte ich nämlich damit versuchen, mit ein bisschen Red Power, das so einzurichten, dass unsere Zellen quasi erkennen, wenn sie voll sind. Und dann den Engines sagen, ja du, hier ist Schluss. Und zwar möchte ich dafür hier, du bist ja gerade ziemlich voll. Wenn ich hier den Output höher stelle, wie sieht denn das aus? Erkennt der,
Er outputtet nur, wenn er braucht. Ich würde ihm aber die vollen 100 rausgeben lassen, wenn er sie braucht, oder wenn er rausgeben kann. Denn hier soll jetzt noch ein paar dran. Die möchte ich ja gerne voll beladen. Ne, die schließen sich nicht. Damit ich halt auf lange Sicht ein paar Energiezellen voll habe. Man sieht schon, die kriegen hier alle rein. Das wird sich wahrscheinlich so ausgehen, dass der Hinterste das Wenigste bekommt, ja. Aber vor allen Dingen brauche ich dafür natürlich wieder Saft, damit die laufen. Und da möchte ich jetzt gerne so eine Pipe hier hinpacken. Der erkennt den prinzipiell. Und müsste hier, solange es hier heißt, can store energy, gibst du mir ein Redstone-Signal aus. Dann brauche ich nochmal ein kleines bisschen Red Alloy Wire, nicht mal mehr viel. Denn das reicht schon, dass wir den dann hier hinstellen. Und dann sagt der unseren Engines, hey, hier, Zeit zu laufen. Und genauso könnten wir uns auch... Oh, ich habe doch sicherlich irgendwo Pipe Wire, oder? Ja, habe ich. Da kann ich dann nämlich noch mit unserem Tank da oben. Aber ich bin ja gerade immer noch auf Peaceful. Das heißt, ich muss keine Angst haben, dass mir meine Tanks von einem Creeper in die Luft gejagt werden. Wenn ich danach dann wieder rüber wechseln möchte. Und zwar, wir haben da oben einen Gate schon dran. While liquid in tank sollst du einen pulsieren. Space for liquid sollst du einen... Ah, das ist ein Iron Ore Gate. Das kann das nicht gut genug, wie ich es gerne hätte. Da bräuchte ich einen Gold Autarkic Gate. Befürchte ich. Und das werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben, oder? Iron Autarkic. Da müsste ich mir das mal machen. Denn einem goldenen kann ich auch sagen, gib Pipewire-Signale aus. Und dann kann ich ein Pipewire-Signal runterrennen an die Engines. Was den Engines sagt, wenn Flüssigkeit rein kann, dann arbeite mal. Das könnte funktionieren. Falls ich irgendwo... Ich habe ein Gold Gate. Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch einen Eisenchipsatz, um das zu machen. Ja. Den machst du aber nicht. Du machst mir ein Autarkic Gold End Gate. Das wird einige Zeit dauern. Wobei ich mich auch hinstellen könnte und hier einfach den Max-Output erhöhen könnte. Das müsste immer noch funktionieren. Die sind dann blau, was sie deutlich schneller laufen lässt. Und der hier hält das immer noch sehr schön. Ich könnte mich auch hier hinstellen und mit dem das Ganze machen. Das Problem bei ihm ist, dass ich das Wiring nicht an all die Dinger dran bekomme. Deswegen ich dann lieber quasi noch mit dem, was ich habe, wenn er daran arbeiten würde, den Tank voll zu bekommen und das Ganze dann auf Dauerbetrieb lassen will. Wenn ich das nächste Mal sowas baue, werde ich mir das quasi länglicher machen, dass ich die Alloy Wire, erreichen kann. Dann kann ich nämlich von hier aus auch sagen, wenn du quasi voll bist, dann hört mit denen auf zu arbeiten. Das heißt, nur wenn die was machen können, dann mach was. Und ich sehe gerade, das dauert noch ein bisschen. Wir sitzen hier schon über 20 Minuten. Um genau zu sein, sagt meine Uhr gerade 23 Minuten was. Ich würde sagen, wir machen für heute einfach den Cut. Ich lasse das bis morgen durchlaufen und wir machen morgen dann damit weiter, die hübschen Dinge noch ein bisschen mit rumzuspielen, noch ein bisschen in der Fabrik zu optimieren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.